Hallo alle zusammen und herzlich willkommen bei Helenas Jahr. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr euer eigenes Schnittmuster erstellt. Heute zeige ich, wie ihr den Stoff für euren Body richtig zuschneidet. Viel Spaß beim Zuschauen und dann sage ich mal bis gleich. Zuallererst benötigt ihr eine Schneideunterlage, damit ihr den Tisch oder den Boden nicht zerkratzt. Dann kommt dazu eine Schere oder ein Rollschneider. Nadeln zum Feststecken des Schnittmusters und ein Maßband. Dann natürlich euer eigenes Schnittmuster, welches ihr mit Hilfe des letzten Videos erstellt habt. Und zu guter Letzt den Stoff. Am besten benutzt ihr da Jersey-Stoff, da dieser sehr elastisch ist. Ich habe im Moment bielastischen Stoff, wie ihr hier sehen könnt. Das heißt, er ist quasi von rechts nach links und von oben nach unten dehnbar. Wenn ihr euren Stoff nun auslegt, achtet bitte immer auf den Fadenlauf. Diesen findet ihr immer in der Längsrichtung entlang der Webkante. Man kann es bei diesem Stoff nicht so gut erkennen, aber ich habe hier die linke Seite aufeinander gelegt. Das heißt, dass die rechte, die schöne Seite nach außen zeigt. Nun legt ihr euer Schnittmuster genau an die Kante. Diese nennt sich Stoffbruch. Wenn ihr später das Schnittmuster ausschneidet, habt ihr somit die komplette vordere Seite. Damit das Schnittmuster nicht verrutscht, steckt jetzt noch alles mit Nadeln fest. Zum Ausschneiden benutzt ihr eine Stoffschere oder den Rollschneider. Ich persönlich benutze lieber den Rollschneider, weil es einfach vom Handling her ein bisschen angenehmer ist. Dort, wo ich ansetze zum Schneiden, lasse ich nun 0,5 cm Stoff überstehen, da das genau die Overlock-Stichbreite meiner Nähmaschine ist. Messt das an eurer Maschine am besten einfach mal nach. Ihr könnt es am besten vorher mit einem Maßband abmessen. Ich habe das jetzt per Augenmaß gemacht, da ich schon etwas Übung darin habe. Am Halsausschnitt und am unteren Ende des Bodys lasst ihr bitte keinen Stoff überstehen, da dort später noch das Bündchen angenäht wird. Jetzt nur noch die Nadeln entfernen und fertig seid ihr mit der vorderen Seite des Bodys. Dasselbe machen wir jetzt auch mit dem Rückenteil. Auch hier wieder an den Fadenlauf denken, damit alles einheitlich wird.
An der Seite, wo ich jetzt wieder zuschneide, sollte erneut Nahtzugabe zugerechnet werden. Bei mir sind es wieder 0,5 cm. Oben und unten wie bei dem ersten Schnittteil ohne Nahtzugabe. Der Ärmel ist etwas kniffliger. Ihr müsst diesen so hinlegen, dass der obere Teil, der über der Schulter liegt, im Stoffbruch angelegt wird. Auch hier wieder auf den Fadenlauf achten. An dieser Seite wird später das Bündchen angenäht. Dort schaut auch später das Ärmchen raus. Bis auf die Seite, wo das Bündchen angenäht wird, muss auch wieder überall Nahtzugabe hinzugerechnet werden. Bei mir sind es mal wieder 0,5 cm. Einen Ärmel haben wir nun zusammen ausgeschnitten, den zweiten schafft ihr jetzt alleine. Ich schneide jetzt noch die Bündchen aus. Ihr könnt natürlich auch Strickbündchen kaufen, jedoch wollte ich die Bündchen in derselben Farbe wie den Body haben. Dafür benutze ich das Omni-Grid-Lineal. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Damit könnt ihr alles exakt und haargenau zuschneiden. Als erstes entferne ich den fusseligen Rand, um eine perfekt gerade Linie zu erhalten. In manchen Einstellungen hat man übrigens gesehen, dass sich mein Stoff an den Kanten einrollt. Ich empfehle euch beim Kauf schon darauf zu achten, nicht solchen Stoff ganz am Anfang zu nehmen, weil dieser echt schwer zu verarbeiten ist. Lasst euch am besten im Stoffgeschäft beraten oder fragt einfach nach Interlock Jersey. Dieser rollt sich nämlich nicht. Wenn ihr für euer Bündchen auch denselben Stoff nehmen wollt wie euer restlicher Body, dann müsst ihr vorher überlegen, welche Breite das Bündchen später haben soll. Mein Bündchen soll später 1 cm breit sein. Dadurch, dass ich das doppelt legen muss, sind das dementsprechend schon mal 2 cm. Und dann kommt noch die Nahtzugabe hinzu, welches bei mir wieder 0,5 cm sind. Mal 2 sind das 1 cm, also insgesamt muss ich 3 cm Stoffbreite abschneiden. Das Lineal ist dafür wieder perfekt. Da es Zentimeterangaben hat, kann ich genau die 3 cm abschneiden. Insgesamt habe ich jetzt 2x50 cm und 2x15 cm Bündchen ausgeschnitten. Die kurzen Bündchen sind für die Ärmel. Damit später alles viel einfacher zusammenzunähen ist, habe ich das Bündchen jetzt der Länge nach links auf links zusammengelegt und bügel alles einmal glatt. Man kann aber schon sehen, dass ich durch das Aufrollen des Stoffes einige Probleme habe, das richtig hinzukriegen. Selbst das Dampfbügeleisen hatte am Ende keine Chance. Darum habe ich alles mit Nadeln noch festgesteckt, damit der Stoff nicht wieder direkt aufspringt. Nun wisst ihr, wie ihr den Stoff zuschneidet. Im nächsten und letzten Video dieser Reihe zeige ich euch dann noch, wie ihr den Body zusammennäht. Ich sag dann mal bis dann. Ciao!